Ja, hallo, hier ist wieder Marshall. Wie war eigentlich dieses Pride Special Event im Disneyland Paris? Und was habe ich sonst noch gesehen? Wir sehen uns. Thank you.
Ja, wie war das Pride-Event? Ich möchte auch jetzt nicht, glaube ich, groß erzählen, was das Pride-Event im Disneyland Paris war. Da ging es um, da wurde die Vielfältigkeit und die Buntheit der Welt und vor allem der Menschheit gefeiert. Und stand im Zeichen des Regenbogens für Toleranz, für Vielfältigkeit. Und wenn ihr jetzt sagt, war das jetzt eine reine LGBT-Community-Veranstaltung? Nein, es war jeder willkommen, es war jeder eingeladen und es war auch als jeder eingeladen, wo die Eintrittskarte hatte natürlich. Das hat mich extra gekostet, das Event. Aber ob sich das gelohnt hat, das sage ich gleich was dazu. Ich wollte damit sagen, es war jeder willkommen und es war auch jeder zu sehen. Also es waren Männerpärchen zu sehen, Frauenpärchen, Mann-Frau-Pärchen, es waren Familien mit Kindern zu sehen. Es waren allein Singles, Leute, wo allein waren, so wie ich, zu sehen. Kurz und knapp, es war alles Mögliche zu sehen. Was hat mir besonders gut gefallen? Ich will mal sagen, erstmal was mir nicht so gut gefallen hat. Und zwar, es war der Anfang. Wir standen vor einem großen Monitor, der übertragen hat, was man auf der Hauptbühne gesehen hat. Und ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass, ach Remy, ist ja zu heiß. Dann setze ich die hin. Dass es zwei verschiedene Eintrittskarten gab, nämlich die für die, wo vor der Bühne stehen durften. Das waren so VIP-Tickets, die haben mehr gekostet und dann die normalen Tickets. Ich hatte normale Tickets, ich wusste gar nicht, dass es VIP-Tickets gab. Und naja, ich sehe das ein bisschen kritisch. Warum soll man mehr bezahlen sollen, wenn man eigentlich nicht viel mehr geboten? Naja, egal. Das fand ich schon mal jetzt nicht so gut. Aber ich wusste auch gar nichts davon. Das Zweite, wir sind vor dem Bildschirm gestanden und man hat die Sprecher, die auf der Hauptbühne waren, wo auf dem Bildschirm übertragen wurden, man hat die gar nicht verstanden. Jetzt nicht, weil ich kein Französisch kann, weil es wurde ja auch Englisch gesprochen, sondern an dem Platz, wo wir standen, da lief Musik. Da lief richtig laut Musik und zwar eine ganz andere Musik, ein ganz anderer Ton, als das, was wir auf dem Bildschirm gesehen haben. Das war ziemlich verwirrend und auch ziemlich nervig. Aber was mir besonders gut gefallen hat, das war die Parade. In diesem oder in einem vorigen Video habt ihr die Parade schon so ein bisschen gesehen. Da war unter anderem auch er, da war auch, waren auch Remy und Emil, sein Bruder, zu sehen. Stitch hat man gesehen, Mickey natürlich, Donald, Minnie, hat man auch Daisy gesehen, Daisy, Goofy. Ein paar Pixar-Figuren, ich glaube, die Incredibles waren noch zu sehen. Und ja, das war richtig gut gelungen, das habe ich mal richtig gut zusammengeschnitten. Bei der Parade waren hauptsächlich menschliche Tänzer zu sehen, die habe ich jetzt ein bisschen rausgeschnitten, weil die Parade, die ging nämlich sehr, sehr lange und ich habe auch eine andere Musik drunter gelegt, weil ich jetzt nicht richtig genau weiß, ob das Copyright irgendwie geclaimt wird oder so. Aber das werdet ihr dann sehen oder ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo dieses Video gerade hin will. Man hatte die gesamte, also es fand in den Walt Disney Studios statt. Das ist da, wo zum Beispiel das Theater ist oder auch der Pixar-Bereich. Und das war richtig cool. Am Abend hatten wir, in Anführungszeichen, für uns alleine dieses ganze Areal. Gut, es waren auch noch, ich schätze mal, 2000 Leute oder so, keine Ahnung. Aber das war ziemlich cool, da mal alles für sich zu haben. Ich habe zum Beispiel auf von der Monster AG, den Monster AG-Bereich, mal wirklich fast für mich alleine gehabt. Das waren vorher noch ein paar Leute da, die haben Fotos gemacht. Aber da habe ich alles schön abgefilmt und richtig, weil ich liebe ja die Monster AG, ja. Aber das werdet ihr dann sehen in dem Video oder habt vielleicht schon gesagt, egal, ihr kennt die Monster AG. In dem Eingangsbereich, da wo man so in die Studios reingeht, da war ein Regenbogenteppich ausgelegt und da waren so Lichteffekte. Und da ist mir richtig schwummerig geworden, weil man hatte das Gefühl, der Boden würde sich bewegen. Also es war schon ein bisschen kritisch, aber da gab es ein besonderes Highlight. Da haben nämlich Characters für die Zuschauer, also für die Besucher, für uns getanzt. Da war Donald, Daisy, Goofy, dann Chip und Chap und das Chip und Chap Mädchen, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die haben dort richtig lange getanzt, man konnte mit denen tanzen, Selfies machen. Das war richtig cool. Insgesamt hat mich das Pride Event fast schon an eine Furry Convention erinnert. Ja, lauter verrückte Leute, wie Rudi Carrell sagen würde, in bunten Klamotten und ausgeflippt, aber sympathisch ausgeflippt und eben auch
Suda-Character dabei. Das war richtig, richtig klasse. Ja, das hat mir richtig gut gefallen. Mein Fazit, hat sich das jetzt gelohnt, das extra zu buchen? 50-50. Auf der einen Seite sieht man ja Character aus, also was heißt Character, also die Studios und die ganzen Attraktionen und so, die sieht man ja auch, oder die kriegt man ja auch mit, wenn man jetzt da nicht das Event gebucht hat. Das Plus war natürlich die Characters. Also man hat mehr Characters gesehen und vor allem Chip und Chap, die haben eine ewig lange Tanzdarbietung gemacht. Sieht man dann auch, zeige ich euch dann auch in dem Anschlussvideo oder vielleicht hat man es schon gesehen, egal, whatever. Und es gab auch Live-Sänger, die aufgetreten sind auf der Bühne, die ich allesamt nicht kenne. Das waren, glaube ich, das sind, glaube ich, eher Stars, wo in Frankreich bekannt sind. Aber die haben richtig, richtig gut gesungen, haben richtig was losgehabt. Aus Copyright-Gründen kann ich das euch hier leider nicht zeigen, aber steht euch frei, natürlich das Pride-Event bei einer Aufzeichnung irgendwo euch anzugucken. Entweder hier auf YouTube oder, ja, oder wo auch immer. Ja, so, das war mein Event zum, mein Event, das war mein Fazit zum Pride-Event. Würde ich das nochmal machen? Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja gesagt, ich will diesmal im Sommer nach Disneyland Paris, oder ich wollte im Sommer nach Disneyland Paris, damit ich mir nicht wieder das Fell abfrieren kann, abfriere. Jetzt war es eher wieder zu warm, es gab ja sogar Wärmegewitter und es hat auch richtig wie aus Kübeln geschüttet, aber das war nur von kurzer Dauer. Die meiste Zeit war es sonnig und warm, es war angenehm warm, also wenn man entsprechend angezogen ist, dann macht das nichts aus, aber die Rumlauferei bei dem Wetter, das hat man dann am Ende schon gemerkt. Und das Pride-Event war ja dann in der Nacht, da war es schön dunkel und ein bisschen kühler. Dann ging das eigentlich. Somit hat sich das für mich, ja, also ich bin zufrieden, ich sag's mal so. Aber wenn ich das vorher gewusst hätte, zum Beispiel das mit dem Anfang da, mit dem Monitor und mit dem Ton und mit dem Musik, hätte ich es vielleicht nicht extra dazu gebucht. Ja, was meint ihr? Wart ihr auch auf diesem Event oder würdet ihr so ein Event besuchen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn es euch das Video gefallen hat, dann Pfote nach oben und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.